Schaust so behindert aus mit deinen Schlauch. Servus, liebe Shisha-Freunde und Shisha-Suchteln. Was stellen wir euch heute vor? Mein Pokestick. So, jetzt brich ihn ab. Keine Eier. Nicht? Das ist irgendwas nachgeben. Dann wieder weichteilig. Da heult er dann, gell? So, viel Spaß beim Abbrechen. What? Ich hau dann krumm, Alter. Ich hau dann echt krumm. Geh weg. Geh du weg. Geh doch du weg. Ach ja? Willst du das pieksen? Ne, ich wollte es eigentlich so nehmen. Das wirst du niemals. Ja, toll. Und dann kannst du wegschlagen. Ah, doppelt! Finger in der Zange einzwickt und mit dem Ding noch drauf gehabt. Du hast drauf gehabt. Das tut weh! Bevor ich den Keks jetzt endgültig umbringe, wir sind wieder da. Tut das weh. Wir stellen euch heute keinen Tabak vor, deswegen habe ich ja kein Shisha stehen. Ich hätte es halt einfach kaputt gemacht. Das stimmt so nicht. Nee. Wir stellen euch heute einen Wagner Premium Schlauch vor. Ich weiß nicht, ob es schon ein paar Leute gemacht haben. Ich glaube, Shisha TV hat einen schon gehabt. Dominik, was du damit drin geraucht hast, es schmeckt sehr lecker vanillig. Schreib uns mal, was das war. Wir wollen den Tabak haben. Ne, sag was, Keks. Ja. Du bist das Star. Ich bin das Star. Ich bin das YouTube-Phänomen. Jeder muss mich kennen. Ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Man kennt mich. Nee. Warum stellen wir euch den Schlauch vor? Weiß ich nicht, aber du hast Barthang in deiner Zange stecken. Nein, wirklich. Ja, ist gut möglich. Nee, und zwar, Wagner ist eine ziemlich kleine Firma. Kennt keiner. Deswegen haben wir dort ein bisschen was raus dafür. Was macht Wagner eigentlich? Man kennt Wagner von den Edelstahl-Diffusoren, die gibt es schon ein wenig länger. Und die hatten mal oben den Molassefänger zum Aufschrauben aus Metall. Ah, das kleine unauffällige Dingchen hier. Und jetzt machen sie eben, wie gesagt, auch Schläuche. Es gibt, glaube ich, zwei grundlegende Linien. Einmal die Budget, die etwas billigeren. Und dann gibt es die Premium-Schläuche. Magst es du erzählen? Nein. Doch? Erzähl du. Alex sagt, er soll es erzählen. Es gibt einen billigen Schlauch und es gibt einen teuren Schlauch. Kaputt. Was? Mach's kaputt. Was? Irgendwas. Du hast noch gesagt, ich soll es sagen. Du sollst sagen, dass er Daten zum Schlauch sagen soll. Der eine kostet 29,90, der andere kostet 44,90. Du sollst Kanacken zum Schlauch sagen. Kanacken! Leute, das war sogar mal richtig. So, jetzt ist bloß die Frage, warum kostet dieser Premium-Schlauch knapp 45 Euro? A nehme ich an, weil das Zeug handgedrechselt ist. B nehme ich an, also es ist ziemlich schwer und massiv, das ganze Teil. Das Sleeve ist Geschmackssache, gibt es ja in verschiedenen Farben. Denn das Sleeve in dein Ghetto kracht. Gibt es in verschiedenen Farben und ich glaube, Wagner hat auch noch angekündigt, dass man oben das Ding, wo man abdrehen kann, dieses Mundstück, dass man dann noch eine Verlängerung braucht. Vielleicht kannst du ein eigenes Mundstück draufschrauben. Glaube ich nicht. Das wäre natürlich lustig. Auf jeden Fall, man kriegt den Schlauch tutti completti. Dahinter steckt wahrscheinlich ein ganz normaler Silikonschlauch mit halt ein Sleeve drüber. So. Durchmesser ist ziemlich angenehm vom Mundstück. Was man sagen muss, man kann den Sleeve nicht vom Mundstück trennen. Richtig, das ist ein fest verbautes System. Ist nicht schlimm. Weil du kannst ja trotzdem ganz normal durchwaschen. Ja, aber man kann den Schlauch nicht wechseln. Oder wenn der Sleeve kaputt ist, kannst du den auch nicht wechseln. Das sieht ziemlich robust aus, also. Wie oft hast du von deinen Schläuchen schon die Schläuche gewechselt? Gar nicht. Ich schneide immer Stücke ab.
Ja, du brauchst ja kein Stück abschneiden. Ich kann es aber auch nicht. Du wechselst das Mundstück an, nicht. Das ist ein Vorteil, es geht nie ab. Richtig, es flutscht nicht die ganze Zeit raus. Was? Schön, dass du alles hast. Das Mundstück. Ja, eben. Also das ist schon mal echt praktisch. Kennt man doch, bei den Silikonstreifen macht es immer unten am Anschluss immer plupp. Genau. Und man muss abschneiden. Richtig, oder hier oben. Es ist, da hat überhaupt noch keiner dran gedacht. Hm? Genau. Aber das ist eigentlich ein ziemlich positives Feature. Gibt's nicht nur mit normalen Anschluss, gibt's auch mit Schliffadapter, hatte er gesagt. Ich glaube, Wagner würde da was nachlegen. Wäre nicht schlecht. Legt an euch, Jungs. Weil sonst wäre das blöd, wenn man nämlich eine Schliffshisha hat mit ohne Schliffadapter. Und Schliffe hinter Schliffe, 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 Schliffe hinter Schliffen. Richtig. Mhm. Was halt schön ist, das Material ist einwandfrei. Also da hast du kein Kratzer dran, kein gar nichts. Kann ich das bitte nochmal von vorne drehen? Ich finde das Video ist voll wie ein Arsch. Ja, wir haben super Szenen, wo du mich verprügelst. Ja, aber die können wir ja bloß reinschneiden. Aber generell der Rest ist ja ein bisschen wie ein Arsch. Gleichen Größe kämpfen. So, jetzt nochmal. Wie? Du hast die gleiche Größe wie er jetzt. Oh. Soll ich einfach draufhauen? Ach, du schon, oder was? Das ist eine Härte, die ist halt. Meine Fresse, Alter. Hey, das ist ein Schlagstock, kannst du nicht sagen. Ich wollte es gerade sagen. Das ist... Selfie-Sticks werden... Das sind getarnte Teleskop-Schlagstöcke. Oh, das ist das? Immer einen Meter Abstand. Mindestens eine Armlänge Abstand. Ist ein schöner Schlauch. Ich würde mir nicht kaufen, er ist mir einfach ein bisschen zu teuer. Aber Qualität spricht in dem Fall wirklich für sich. Also richtig schön gefertigt und ich mag das immer, wenn das auf hohem Niveau halt einfach nicht irgendwie so billig zusammengesteckt ist. Keks, was sagst du? Er sieht nicht schlecht aus, er liegt gut in der Hand. Ja, ist es Gold wert? Aber nur dann, meiner Meinung nach, wenn man den Sleeve und so weiter auch abmachen könnte. Also wenn es kein Schere unterschneiden. Wenn es kein, ja, tu mich auch. Wenn es kein kompletter wäre, fände ich's. Könnte man das ruhig dafür ausgeben. Verbesserungsvorschlag. Trotzdem den hier so anbieten. Nein. Aber die Mundstücke einzeln einfach. Ja, halt komplett als Set. Dass du, wenn du das Mundstück kaufst, praktisch ein Sleeve und alles dabei ist. Und du das selber dann zusammenstecken kannst. Nee, ich würde die Mundstücke einfach einzeln verkaufen. Oder so. Weil, wenn du schon Silikonschlacht einmachst, steckst du einfach Mundstück rein, einzeln für 30 Euro ist okay. Genau. Das geht wirklich in Ordnung, weil es echt ein super schön gedrehtes Teil. So, das ist unser Fazit zum Wagner Premium Schlauch. Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Keks, wie geht's zum letzten Video? Ja. Alles klar. Hier unten zwischen meinen Eiern kann man wie immer nicht halluzinieren, sondern auf Abonnieren drücken. Und wir sehen uns nächste Woche, liebe Jungs. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir sind weg und Pizza. Pizza wo?